Okay, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem vierten Spieltag der Regionalliga Bayern, an dem der SV Jahn am morgigen Freitag um 19 Uhr zu Hause gegen Schweinfurt 05 antreten wird. Ein paar Rahmendaten. Wir rechnen mit 150 bis 200 Gästefans. Die eigene Zuschauerzahl oder die Gesamtzuschauerzahl einzuschätzen, fällt uns wieder ziemlich schwierig. Ich persönlich würde jetzt mal auf 6.000 gehen. Wenn es 5.000 werden, ist das auch eine gute Zahl. Wenn es noch mehr werden, dann freuen wir uns noch viel mehr. Und in dem Zusammenhang auch immer wieder der Hinweis, bitte das Ticket im Vorverkauf holen. Das geht online auch noch bis kurz vorm Spiel. Kann man sich das ausdrucken und mitbringen. Da muss man sich nicht in die Schlangen stellen. Und gerade auch was die Anreise anbelangt, nochmal die Hinweise, nutzt das RVV-Angebot, dass ihr mit dem Jahn-Ticket kostenlos mitfahren könnt. Das gilt bis nach Schwandorf und sonst wohin. Findet man auf der Homepage der RVV. Also da kann man richtig Geld sparen, wenn man das auch macht. Und ja, man steckt im besten Fall dann auch nicht im Stau vorher. Wo ist denn Schwandorf eigentlich? Schwandorf ist Richtung Hof, auf der A93. Wie weit ist das weg von hier noch? 42 Kilometer. 42? Ja. Das ist ein Marathon. Genau, oder? Also das heißt, wenn man sich das Ticket holt und von Schwandorf mit der Bahn herfährt und ein Stehplatzticket hat, dann hast du Gewinn gemacht, weil das Zugticket normal schon mehr als der Stehplatz kosten würde. Also insofern, es lohnt sich. Und dann sind auch die Leute zufriedener, weil sie nicht im Stau stehen und einen Parkplatz finden. Gut, aber jetzt reden wir über Sport endlich. Ich begrüße natürlich wie immer unseren Cheftrainer Christian Brandt bei mir. Christian Brandt, meine erste Frage geht wie immer nach dem Kader und da gibt es natürlich eine ziemliche Hiobsbotschaft zu vermelden, oder? Ja, also seit gestern habe ich nur so mäßig gute Laune. Also der Sebastian Nachreiner hat sich gestern Vormittagstraining das Kreuzband gerissen und der hat, glaube ich, auch noch einen Schaden am Außenband. Das ist für uns ein extremer Verlust. Er war jetzt gerade richtig wieder gut drauf und hat der Abwehr extrem Stabilität verliehen. Und ja, das ist bitter. Der fällt jetzt sicherlich mal bis Januar, Februar aus. Der einzige Vorteil ist, dass die Saison erst wieder im März losgeht. Oder Ende Februar. Und das ist natürlich für den Sebastian extrem bitter, weil es die zweite Verletzung innerhalb von einem Jahr ist. Und das ist für uns schon sowohl sportlich als auch menschlich ein sehr, sehr großer Verlust. Menschlich, einfach weil er dann natürlich nicht tagtäglich mit den Jungs in der Kabine ist und auch auf dem Platz ist. Das hat die Stimmung jetzt schon auch ziemlich getrübt gestern, also das hat man in der Mannschaft schon angemerkt. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Verletzte. Dem André Luge, der hat eine Innenbandgeschichte am Knöchel, der sollte aber nächste Woche wieder soweit sein. Fabian Trettenbach trainiert wieder mit dem Team, ist aber noch nicht so weit für den Kader. Dann ist Thomas Paulus ist wieder im Lauftraining, der müsste eigentlich auch jetzt in den nächsten Tagen wiederkommen. Und der Dani Schöpf. Der trainiert auch wieder so halb Mannschaft, halb Physio. Also da bin ich zuversichtlich, dass das jetzt in den nächsten 10 Tagen, dass da einige wieder zurückkommen. Aber unser Kader ist nicht so riesengroß. Müssen sehen, dass die Jungs gesund bleiben. Also im Vergleich zum Unterharing-Spiel kommt keiner zurück und es fallen Nachreiner und Luge zusätzlich aus, oder? Wenn ich das richtig zusammenfasse. Ja, kann man sagen, ja. Also wir haben natürlich dann der Martin Tiefenbrunner, der ist wieder spielberechtigt, der hat eine gelb-rote Karte aus dem U23-Spiel und der ist jetzt wieder dabei. Und das sind eigentlich die Jungs, die uns zur Verfügung stehen. Das sind so 16, 17 werden das wieder sein. Es sei denn, ich habe jemanden vergessen, aber glaub nicht. Okay, schauen wir auf den Gegner. Schweinfurt ist mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Saison gestartet, sprich ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Zum Start gab es einen Kantersieg gegen Nürnberg 2 mit 5:1, dann eine Niederlage mit 0:2 gegen Aschaffenburg und dann Unentschieden gegen Ingolstadt 2. Kann man da mehr Erkenntnisse draus ziehen, weil sie schon gegen zwei gleiche Gegner gespielt haben wie wir? Ja, also ich habe das Spiel gegen Ingolstadt gesehen und da waren sie ja unbequem, war ein unangenehmer Gegner. Es ist eine eingespielte Mannschaft, haben einen sehr erfahrenen Trainer, einen alten Fuchs, ich glaube mit dem Gerd Klaus. Und die sind robust, die hauen dazwischen und die werden uns das Leben sicherlich sehr schwer machen wollen. Wie lautet die Zielsetzung für das morgige Spiel? Ja, 3 Punkte, ganz klar. Also ich glaube, dass wir hier zu Hause auch ja, dahin kommen müssen, dass wir eine totale Macht werden, dass wir ja, mit den Fans im Rücken, die uns da immer nach vorne peitschen, dass wir da einfach auch so viel Druck ausüben und mit unserer Dynamik nach vorne spielen können, dass es jeder Gegner erstmal schwer hat und dass, bevor er richtig weiß, worum es geht, dass wir da schon auch das Spiel dominieren können. Okay, vielen Dank. Christian, das war's von meiner Seite. Dann übergebe ich die Fragestellung
an die Medienvertreter. Gehen wir mit Armin Wolf von Radio Charivari. Christian, das ist natürlich eine ganz schlimme Nachricht mit dem Sebastian Nachrenner. Du bist jetzt gezwungen zu Umstellungen. Hast du das schon gedanklich abgeschlossen? Wer wird auflaufen morgen voraussichtlich, vor allem mit der Abwehr? Ja, also es ist noch nicht ganz abgeschlossen, der Prozess, wie es aussehen könnte. Es kann sein, dass der Tommy Kurz ins Team rückt. Der hat es gegen Unterhaching gut gemacht, hat auch am Dienstag gegen die arabische Auswahl, gegen El Sharp hat das ganz gut gespielt, wobei, ohne den nahe treten zu wollen, das jetzt auch nicht wirklich ein richtig großer Maßstab war, aber er hat es gut gespielt in den beiden Spielen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Olli Hein ins Mittelfeld rückt, der Martin Tiefenbrunner, der es gut gemacht hat bis jetzt und der sich da so ein bisschen aufdrängt, auch in die Mannschaft rücken könnte. Paljonis wäre dann in der Viererkette. Es kann aber auch sein, dass wir ein Wechselspiel machen zwischen Paljonis und Kurz, zwischen Sechser und Viererkette. Das würde sich auch anbieten. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Der FC Bayern München hat gestern etwas überraschend unentschieden gespielt. Der Jan und Bayern sind ja zwei Top-Favoriten für die Liga. Stärkt es das Selbstvertrauen, sagt man, wunderbar. Das sind schon mal zwei Punkte, die sie nicht gemacht haben, weil sie nur einen bekommen haben. Ja, es würde, glaube ich, nicht für unser Selbstvertrauen sprechen, wenn ich andauernd darauf schaue, was Bayern München macht. Wenn ich mich über jeden Punkt, den Bayern München abgibt, freue, dann würde ich tatsächlich behaupten, unser Selbstvertrauen ist nicht zum Besten bestellt. Ich sage einfach, unser Selbstvertrauen ist gut und wir schauen auf uns. Und es ist ja klar, dass die anderen Mannschaften spielen und jetzt die Konstellation für Bayern München natürlich auch nicht so einfach ist mit so vielen Spielen, die sie nachholen müssen. Wir schauen da auf unsere Jungs und wir versuchen, ein Spiel nach dem anderen runterzuspielen, versuchen uns weiterzuentwickeln und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und die anderen spielen natürlich auch noch mit. Wie groß ist denn die Vorfreude aufs Spiel für morgen, weil ja beim ersten Heimspiel wirklich auch eine tolle Stimmung geherrscht hat? Spricht man da in der Mannschaft und sagt, Mensch Jungs, zweite Heimspiel jetzt, indem es um Punkte geht, wieder in der Continental-Arena, super, was Besseres kann uns gar nicht passieren? Ja, so ungefähr ist es. Also ich habe auch in der Videoanalyse von Haching, habe ich auch ein paar Szenen gezeigt, wie unsere Fans da Gas gegeben haben in Unterhaching. Und das ist natürlich schon was, was die Spieler auch wahrnehmen. Also die Stimmung war super und auch im ersten Spiel, als es gegen Aschaffenburg auch zwischendurch kritisch war, war die Stimmung trotzdem super. Und die Spieler sind dabei, dass sie die Gunst der Fans zurückgewinnen durch die Art und Weise, wie sie auftreten. Und ich glaube einfach jetzt auch nach der englischen Woche, wir haben alle drei Spiele gewonnen. Und wenn nicht jetzt, wann sollen die Leute ins Stadion kommen? Also klar, ich verstehe auch immer noch eine gewisse Skepsis und es ist vierte Liga und so weiter. Aber ich glaube, dass ja der gemeine Fußballfan oder jemand, der es mit dem Fußball irgendwie hält, dass er einfach auch Freude empfinden muss, wenn er hier in die Continental Arena kommt, wo guter Sport gezeigt wird, wo die Mannschaft sich voll reinhaut. Also ich denke schon, dass die Leute das auch honorieren und dass da morgen ja möglichst viele kommen. Und ich glaube, die Mannschaft freut sich auf das Spiel, weil es einfach auch einfach toll ist und geil ist, da auf dem Feld zu stehen. Ich habe mit einigen Spielern gesprochen und die fanden das bis jetzt mega geil. Ich habe gefragt, wie ist es auf dem Feld? Die haben gesagt, das ist super. Und also auch von der Akustik mit den Fans und so weiter, das ist natürlich ein fantastisches Erlebnis. Vielen Dank, Armin. Weitere Fragen? Bitte bei schön. Ihr habt ja jetzt so mit den 3-7 und hat man so den Eindruck, wenn man Christian Keller am Dienstag gespielt hat, so eine Art Comeback des Glücks irgendwie gehabt. In allen drei Spielen war Gefahr. In der Vorsaison wären die vielleicht unentschieden ausgegangen oder man hätte das eine oder andere sogar verloren. Ist das auch was euch beflügelt? Ja, also. Dass es nicht immer auf eine Seite hängt, sondern euch vielleicht ein bisschen. Ich würde das. Euch ein bisschen gewogen ist momentan auch. Na, also ich würde das gar nicht mal so auf diesen Glücksfaktor beziehen. Also erstmal finde ich, muss man trennen, das ist also vierte Liga und dritte Liga ist ein großer Unterschied, auch qualitativ, auch anhand der Gegner. Die Gegner haben vielleicht nicht immer die Qualität, ihre Torchancen zu verwerten, das muss man fairerweise so sagen. Wir haben in allen drei Spielen gegen Aschaffenburg haben wir zwei Tore durch einen Standard kassiert, Elfmeter und eine Ecke. Dann hatte der Gegner noch eine Konterchance. Dann haben wir in Ingolstadt gespielt, da hatte der Gegner nach dem Treffer, den sie ja gut gemacht haben, aber der jetzt nicht unbedingt in der Luft lag, also aus 20 Metern ein Scherenschlag direkt ins Kreuz, das passiert dem Kollegen auch nicht so häufig. Dann hatten sie danach noch eine große Chance, das war die zweite. Und dann hatte Haching auch eine gute Möglichkeit aus 12 Metern. Und
Es ist einfach so, dass wir die Spiele alle dominiert haben, aber dass diese Dominanz nicht durchgängig über 90 Minuten geht. Und das ist was, was wir ansprechen. Es ist aber nicht so, dass ich sage, wir haben extrem viel Glück beansprucht. Das sehe ich nicht so, weil alle Gegner eine Torchance haben, aber ich meine, wir sind der SSV Jahn Regensburg und wir sind einfach in einem Entwicklungsprozess und es wird immer Mannschaften geben, die sich gegen uns Torchancen herausspielen, aber wir haben, wie gesagt, nur wenige richtig gute zugelassen, aber ich denke, das ist auch ein Stück weit normal und wir haben immer noch da hinten jemanden drin mit dem Philipp Pentke, der halt dreimal so ausgezeichnet auf dem Posten war, dass wir keinen kassiert haben und das spricht für die Qualität auch gerade unserer Mannschaft, aber ich würde schon sagen, dass wir die Spiele einfach, ja, wir müssen sie einfach ja noch deutlicher dominieren und das zweite Tor früher erzielen, damit wir nicht selber irgendwie uns in eine Situation bringen, die dann unangenehm werden kann, weil das muss man auch sagen, wenn Ingolstadt den Treffer macht in der 86., weiß ich nicht, ob wir zurückkommen, ganz klar. Bei Unterhaching und ja, auch gerade Aschaffenburg, da war das nochmal wieder ein anderer Spielverlauf. Ich sag jetzt, Ingolstadt war das Spiel, wo ich sage, wenn wir da einkassieren, da waren wir ein bisschen schläfrig die ganze Zeit in der zweiten Halbzeit, dann wird es schwierig. Bei den anderen beiden Spielen eher nicht. Überrascht Sie eigentlich, dass nach drei Spieltagen schon keine Mannschaft mehr da ist, die keinen Punkt abgegeben hat? Ihr seid der Einzige. Ja, also ich wie gesagt, nach drei Spieltagen kann ich gar keine Wertung über diese Liga abgeben. Man sieht einfach, dass extrem viele Treffer fallen, dass Mannschaften, die vorher mit 4 Toren Unterschied gewonnen haben, eine Woche später mit 4 Toren Unterschied verlieren. Krass gesagt, zu Bayern München kann ich, wie gesagt, noch gar nichts sagen, weil die erst ein Spiel gemacht haben. Und wie gesagt, da halte ich es frei nach Manni Schwabel. Nach 10 Tagen ziehen wir eine Bilanz und alles bis dahin langweilt mich. Das fand ich das schönste Zitat eigentlich aus der letzten Woche. Aber es ist auch nicht von mir leider, es ist von Manni Schwabel. Aber es ist auch ein lässiger Hund, muss man auch sagen. Er steht da noch weit vor mir. Mit seinem bayerischen Dialekt, da komme ich leider nicht mit. Ja, also der hat das auch nur gesagt, weil er irgendwie gefragt wurde, ob jetzt in Haching der Haussegen schon nach 3 Spieltagen schief hängt. Und hat er einfach cool geantwortet, nach 10 Tagen schaut er mal, oder nach 10 Spieltagen. Und das finde ich noch eine ganz gute Zwischenbilanz, also jetzt nach 3 Spieltagen zu sagen, hey, wir sind jetzt da oder da, das macht, glaube ich, einfach keinen Sinn, auch wenn man sieht, wie die Spieltage laufen, wenn eben eine Mannschaft jetzt erst anfängt. Aber was wirkt mit der Trainingsarbeit tut sich doch, oder? Wenn man Tabellenführer ist und wenn man 3 Spiele gewonnen hat von 3, ja, dann kommen die Leute nicht so übel gelaunt, wie wenn man der Tabellenletzter ist und 9 Punkte Abstand zum Vorletzten hat. Ja, also das ist tatsächlich eine Erkenntnis, der ich auch wirklich angetan bin. Also dass diese 3 Siege einfach der Mannschaft extrem gut getan haben. Auch in der Trainingsarbeit und auch vom Selbstbewusstsein und einfach auch wie die Stimmung sich gelöst hat. Ich kann es auch offen und ehrlich sagen, die Mannschaft war auch beim ersten Spiel extrem nervös. Und auch in Ingolstadt gab es ja immer noch ein paar Wackler. Gegen Haching war das schon defensiv alles wieder ein bisschen stabiler. Ich glaube, dass diese Siege, ganz gleich in welcher Liga sie eingefahren werden, dass sie einfach mega wichtig sind für die gesamte Stimmung, für das Selbstvertrauen der Spieler, auch für die Stimmung im Umfeld und im Verein. Das, was ich mir wünsche, ist nach wie vor, dass wir so eine Gesamteuphorie entstehen lassen können. Für die Fans, für das Umfeld und vor allen Dingen auch für die Mannschaft vom Selbstvertrauen, dass wir da in so einen, ja, einfach in so einen Flow geraten, der ja, vieles möglich macht. Jetzt habt ihr ein paar Ausfälle und trotzdem auch ohne ein paar Leute Spiele gewonnen. Kann man das schon sagen, dass die Tendenz da ist, dass einfach eure Kaderqualität höher ist oftmals als das, was der Gegner zu bieten hat? Ja, das hoffe ich. Das ist natürlich, ich glaube, für jede Mannschaft das Ziel, dass der eigene Kader stärker ist als der Konkurrenten. Wir hatten das Glück, dass wir relativ viele Jungs halten konnten aus der letzten Saison und ich glaube, dass wir auch Qualität dazu gewonnen haben. Und ich glaube auch, dass noch nicht mal die ganze Qualität abgerufen wurde. Also sowohl von den Spielern, die gesund waren und logischerweise von denen, die bis jetzt verletzt waren. Und ich glaube, wenn alle auf ihrem Peak sind, auf dem Höhepunkt, dann ist da noch einiges möglich. Das stimmt mich natürlich zuversichtlich.
Und ich wünsche einfach jedem Spieler und auch dem Team, dass er in den Zustand kommt, dass wir da alle mal wirklich auf 100% sind, weil das sind wir im Moment sicherlich noch nicht. Ist am Gegner Schweinfurt etwas anders als an den anderen dreien? Ja. Wenn man das selber in Augenschein genommen hat, kann man direkt vielleicht da überfüllen? Ja, kann man schon sagen. Also Ingolstadt und Haching sind einfach durchaus beides Nachwuchsmannschaften. Schweinfurt ist sicherlich am eingespieltesten von den Teams, auf die wir jetzt treffen. Und sie sind einfach physisch, habe ich so den Eindruck, sind sie am robustesten. Also da müssen wir sicherlich sehr gut vorbereitet sein und ziemlich dagegen halten auch. Es wird immer öfter auf euch zukommen. Ja, ich glaube, ein Merkmal, ich wollte gerade sagen Merkbild, aber Merkbild gibt es gar nicht. Ne? Es gibt noch ein Weltbild und Merkbild gibt es nicht. Aber eben ein Merkmal dieser Liga ist tatsächlich eine ziemlich, in Anführungsstrichen, gesunde Physis der teilnehmenden Akteure. Da kommt jetzt der Vertreter quasi. Kann man sagen, sozusagen. Sag doch nochmal ein Wort, fällt dir wieder eins ein dafür. Sozusagen ein Sinnbild der Liga, also mit Schweinfurt. Ja, das ist, glaube ich, so eine typische Bayern, also Regionalliga-Mannschaft, die hauen dazwischen, die machen keine Gefangenen und da müssen wir dagegen halten. Ja, also. Wie wäre da jetzt der Schlachtruf für morgen? Ach, Schlachtruf, in solchen Sachen bin ich gar nicht gut. Also Schlachten schlagen die anderen und wir machen ja Fußball. Wir spielen ja. Versuchen das immer noch mit Fußball zu lösen, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, dass ich mir jetzt keinen Schlachtruf einfallen lasse. Gibt es noch weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei der Pressekonferenz. Danke auch wie immer fürs Zuschauen auf JahnTV und euch morgen viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Jo.